Wenn wir mit einer Standard-Turing-Maschine das Folgende machen wollen, wenn wir so eine Berechnung durchführen wollen, naja, da muss man irgendwie zeichenweise durch das Wort gehen und immer hin und her laufen. Was macht die folgende Turing-Maschine? Gucken wir uns das mal ganz kurz am Beispiel an. Jetzt hier ein konkretes Eingabewort. So, wir laufen einmal nach links mit dem L unten Raute, dann sind wir an dieser Stelle. Dann gehen wir einen Schritt nach rechts. Wenn das Zeichen ungleich Raute ist oder Blank ist, dann schreiben wir an der Stelle eine Raute. Das heißt, dann haben wir das hier. Merken uns dabei das Zeichen in dem Symbol Sigma, das ist ja wie so eine Variable zu lesen. Schreiben wir das Blank, dann laufen wir zweimal nach rechts, da brauche ich noch eine hier. Sind wir erst hier an dieser Stelle, dann hier. Dann schreiben wir das Symbol, was wir gerade gelesen haben, das war das A. Laufen dann zweimal wieder zurück, hierhin, ersetzen das dann wieder, haben das A hier stehen, hier fehlt ein Pfeil und laufen dann hier. Das heißt, dann haben wir das geschrieben, sind an dieser Stelle, hier hin und laufen wieder zurück, gehen zum nächsten Zeichen über, dann sind wir hier. Wenn wir ein Zeichen ungleich Blank haben, markieren wir das wieder, überschreiben wir. Merken uns das B, laufen zweimal hierhin, das ist das erste und hier ist das zweite, es kommen ja beliebig viele dahinter. Ersetzen das durch das B, laufen wieder zurück, 1, 2, ersetzen das durch das Zeichen an dieser Stelle hier, B, laufen hierhin, dann sind wir auf dem Zeichen. So, und wenn wir Blank haben, dann wissen wir, dann laufen wir hierhin zurück und sind fertig. Also das ist eine Kopierfunktion beispielsweise mit so einer Standard-Turing-Maschine, wo ich immer hin und her laufen muss. Und das geht natürlich jetzt mit so einer Zweiband-Turing-Maschine ein bisschen einfacher. Von der Notation her, vom Konfigurationsbegriff her, wenn wir sowas haben, dann schreibt man diese beiden Bänder einfach hintereinander. Die Konfiguration besteht jetzt aus dem Zustand, Inhalt von Band 1 und Kopfposition und Inhalt von Band 2 und die Position, also wieder mit zum Unterstrich. Und was wir berechnen wollen, ist auch das Folgende. Wir gehen in Haltezustand, schreiben eine Kopie des Inhaltes von Band 1, sozusagen hinter den aktuellen Inhalt von Band 1. Also das heißt, wir wollen hier das W nochmal dahinter schreiben, Kopf hier positionieren und Band 2 soll am Ende der Berechnung auch leer sein. So, wie kann ich das als Zweiband-Turing-Maschine machen? Ich laufe zunächst mal nach links. Wenn ich jetzt hier bin, hier ist mal so meine Arbeitskopie, machen wir irgendwie A, B, C. Ja, das ist irgendwie Band 1, Band 2, das ist irgendwie noch leer. Auf Band 1 laufe ich erstmal nach links. In dem Flussdiagramm verwende ich einfach so einen Index dafür, auf welchem Band ich arbeite. Index für Band. Ja, also hier, ich laufe auf dem ersten Band nach links, dann bin ich hier vorne, dann gehe ich auf dem ersten Band nach rechts, ich gehe auch auf dem zweiten Band nach rechts, dann bin ich hier und hier. Solange der Bandinhalt von 1 ungleich Blank ist, schreibe ich das Zeichen auf Band 2. Ja, also der Index bezieht sich auch wieder auf das Band, auf dem ich arbeite. Das heißt, wenn wir hier das A haben, dann schreibe ich das hier hin, kommt auch hier hin. Ich laufe zurück hier hin. Ja, und gehe dann wieder auf jedem der Bänder einen vor. Zack, zack, bin ich da. Hier steht ja wieder ein Blank. Also ich kopiere mir das mit sozusagen in dieser Schleife hier rüber. Dann habe ich das geschrieben, bin dann hier. So, wenn ich dann hier auf dem ersten Band auf Blank treffe, dann laufe ich auch da erst hin. Wenn also Sigma 1 gleich Blank ist, dann laufe ich auf dem zweiten Band zum Anfang, Bandanfang zurück. Ja, dafür habe ich am Anfang halt hier diesen Marker, habe ich mir da hingesetzt, oder dieses Blank. Ich bin jetzt hier an dieser Stelle auf Band 1, ja, bei dem abschließenden Blank. So, und jetzt gehe ich auf Band 2 einmal durch und kopiere halt den Inhalt von Band 2 auf Band 1. Ja, also genau das, was ich eben gemacht habe, jetzt nur umgekehrt. Das heißt, von R2 auf R1 laufe ich auch einen nach rechts, kopiere jetzt sozusagen genau das gleiche wie hier oben, nur dass wir hier jetzt das Band 2 durchlaufen. Das Zeichen dann auf Band 1 schreiben. Hier gehen wir jeweils wieder zurück. Und wenn ich am Band 2 durchgekommen bin, dann bin ich fertig. Wenn wir also auf Band 2 einen Blank haben, dann laufe ich auf Band 2 nochmal zurück zum Anfang. Bin da vorne, lösche das Band. Also ich schreibe immer oben dran, auf welches Band sich der Befehl bezieht. Und wenn ich dann am Ende fertig bin, wenn wir das gelesen haben, wenn wir das Band 2 gelöscht haben, dann halte ich einfach an. Also dann haben wir den Inhalt nochmal dahinter kopiert. Wir sind dann an dieser Stelle. Das ist aufgeräumt wieder. So kann ich halt das, was ich vorher gemacht habe, jetzt mit zwei Bändern, also die Maschine ist jetzt in diesem Beispiel nicht wirklich viel einfacher, aber ich muss nicht mehr dieses Hin- und Herlaufen machen. Ja, beim langen Wort muss ich das ja ganz oft machen. Hier laufe ich sozusagen zweimal durch, einmal zum Lesen oder Schreiben auf Band 2 und dann zum Kopieren.